Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Code Super Mario Maker, meine Damen und Herren, mit einer Holy Heavenly City, Alter. Ist angeblich ein sehr, sehr, habe ich mir sagen lassen, dekoriertes Level, was sehr, sehr hübsch ist. Eigentlich, diese vollgepackten Level, also, habe ich schon fast das Gefühl, sind fast seltener geworden, weil, aber deswegen macht das die Sache jetzt ja eigentlich noch schöner. Warte mal, bestimmt hätte ich den gerne. Warte mal, stopp. Du, mein Freund Koopa Inkton, wirst benötigt. Und zwar hier. Kann ich hier von so hoch? Na, ach nein, oh Mann. Das ist aber, weißt du, jetzt habe mich so gefreut auf meinen tollen Helm, aber... Nee, blieb mir vergönnt, Alter. Das sieht alles nicht zwingend... Hi. Ich kann hier nichts machen, ja? Na, hier kann ich bestimmt später mal durch. Hier kann ich bestimmt später mal durch, wenn der da zugemacht oder aufgemacht hat, vielmehr. Doch zunächst, meine Damen und Herren, dieses wunderschöne Ding. Das ist eine schöne Stadt, meine Damen und Herren. Der Weltrekord liegt übrigens bei einer Minute. Nein. Bei einer Minute irgendwas. Bei dem Tempo hätte ich längst fertig sein müssen. Aber das macht nichts. Allein diese Lampenpfosten hier sind ja schon sehr, sehr anschaulich. Ich habe mir übrigens sagen lassen, dass... Ach, warte mal, hier kann ich durch. Ah, verstehe. Tür und Checkpoint. Okay, was brauche ich denn? So viel... Verfickte Scheiße, die roten Münzen habe ich noch gar nicht gesehen. Dann geht's ja noch. Wenn es weiter nichts ist. Ich habe wieder den Helm. Ich will den Helm. Gib mir den Helm. Das ergibt natürlich... Das gibt verhältnismäßig viel Sinn im Vergleich zu dem, was ich bisher hier so versucht habe, meine Damen und Herren. Nein, das war falsch. Aber dafür Helm. Also ist er auf jeden Fall schon mal... Siehst du, mit dem Helm wäre ich vorhin nicht gestorben. Weil Helme, meine Damen und Herren, sind für so Graupen wie mich eine verdammt feine Sache. Also, das ist sehr interessant. Nein, sehr interessant hier. Weil, also normalerweise kriege ich... Ich sag mal, die meisten Vorschläge... Es ist aus dem Level-Vorschlag hier, ansonsten wäre ich sehr wahrscheinlich nicht auf dieses Level überhaupt gekommen. Die meisten... Hi. Die meisten... Das war jetzt aber dynamisch. Die meisten Levelvorschläge, die ich bekomme, haben recht wenig... Ach, jetzt kann ich hier... Haben recht wenig mit Design... Also mit gestalteten Leveln zu tun. Im Sinne von diesem Level hier. Also im Sinne von tatsächlich Gestaltung, Raumgestaltung sozusagen. Sondern mehr häufig mit Schwierigkeit. Das Level ist vielleicht ein bisschen weniger schwierig, hoffe ich. Sondern dafür ein bisschen mehr gestaltet, was natürlich... Also dadurch, dass ich das so oft nicht spiele, für mich jetzt gerade sehr, sehr cool ist. Also, wollen wir mal sehen. Dadurch, dass das so dermaßen detailverliebt ist, das habe ich selten gesehen in dem Level. Also wirklich in der Form sehr, sehr selten gesehen. Das, ohne Scheiß, diese Stelle hier zum Beispiel gerade wirkt sowas von wie ein von Nintendo Designs Level. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Meiner Meinung nach. Also, definitiv bemerkenswert. Warte mal, wo sind hier noch mehr rote Münzen? Mir fehlen einige rote Münzen. Sind hier rote Münzen drin, einfach in der Röhre? Nein. Macht auch keinen Sinn, ne? Nee, macht nicht so viel Sinn. Hätte ich das Ding jetzt einfach betätigen sollen? Ich weiß es nicht, aber ist egal. Wir werden es vermutlich irgendwann noch rausfinden, hoffe ich. Aber erstmal die letzten roten Münzen. Ah, es geht hier noch weiter. Nee, es geht nicht noch weiter. Was genau soll meine Aufgabe sein? Dann versuchen wir das da einfach mal. Denn wenn mir sonst nichts anderes übrig bleibt... Gehen wir halt eine Stufe weiter. Hi. Eine Stufe zu... Auch dieses, allein dieser eine Block jetzt da erinnert mich so sehr an Nintendo-Level. Das ist wirklich ein sehr, sehr bemerkenswertes Level, finde ich. Ja, hier, das habe ich verstanden. Ach, jetzt kann ich hier durch. Ach, ohne Scheiß. Den Wald vor Augen nicht gesehen, aber... Oh, das ist cool. Das hat Spaß gemacht. Solche Sachen wie diese Plattform jetzt mal so komplett anders zu nutzen, als ich es bisher jemals gesehen habe... Sehr, sehr cool. Geh davon aus, dass das nicht das ist, was man von mir möchte. Geh davon aus, dass ich da irgendwie mal durch sollte. Vermutlich. Aber wie? Das ist jetzt die Frage, ne? Das ist jetzt die alles entscheidende Frage. Wie kommen wir an diese... Ach, das ist auch die letzte, die fehlt. Scheiße. Okay, dann sollte ich wohl wirklich... Nein. Aber wie komme ich an diese Münze da dran? Was für ein Dödö, nicht Dödö. Was muss ich machen? Was genau kann ich tun, damit das... Warte mal, hier unten ist noch eine Plattform. Nee, da unten ist keine Plattform. Oh, Moment. Oh, ich hätte schnell sein müssen. Ich muss vor diesen... Das ist eine Zeitschalt-Dingsbums hier. Das ist eine Zeitschalt. Ich muss vor dem Ding, das ich hier selbst gerade eben gestartet habe, da ankommen. Und dann klappt das auch mit mir und dem... Mit mir und der roten Münze. Das ist... Heilige Sche... Yo, das ist eine Zeitschalte.
Alter, das ist ohne Scheiß. Sehr, sehr cool. Ich fühle mich dermaßen unterhalten gerade, aber wahrscheinlich ist das auch mal wieder offensichtlich. Alter, wie jetzt mal ohne Scheiß, wie cool ist das denn? Da muss... Es gibt Leute, die Design-Level besser als ich sie überhaupt wahrnehmen kann. Das ist Wahnsinn, ohne Scheiß. Das ist jetzt so ein Level, wo man... Da wollte ich nicht rein. Wo man wirklich denkt, also ich denke zumindest gerade, dass alles, wie zum Beispiel auch dieses Ding hier, irgendeine Bedeutung hat. Die Frage ist natürlich nur, welche. Das ist, habe ich eigentlich schon gesagt, dass dieses Level zwei Ausgänge hat? Das Level hat scheinbar zwei Möglichkeiten zu ändern, zu beenden. Einmal mit Bosskampf und einmal ohne Bosskampf. Wir nehmen natürlich mit Bosskampf. Also wenn ich es irgendwie schaffen kann, dann logischerweise mit Bosskampf. Darf ich hier hoch? Danke. Also wenn irgendwie... Das habe ich ja schon. Das ist ein nettes Angebot, aber... Aha. Das ist dann jetzt quasi... Ist das jetzt die Vorbereitung auf den Bosskampf? Kommt jetzt... Ist das der Boss? Das ist nicht der Bosskampf. Nein, das ist... Ach, Moment. Ach, stopp. Ich dachte eigentlich, dass wir jetzt hier gute Freunde werden würden, aber... Ist das der Bosskampf? Nein. Das ist auf jeden Fall tot. So viel steht schon mal fest. Also, das kann ich auf jeden Fall schon mal feiern. Das zeitige Ableben... Kann ich hier rein? Nein. Ich frage mich die ganze Zeit, was ich mit der Fireflower machen soll. Dadurch, dass ich die habe, habe ich das Gefühl, weil das so ein Level ist, wo wirklich alles scheinbar seinen Sinn und seinen Platz im Leben hat, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich... Jetzt habe ich alle meine Power-Ups verloren, innerhalb von einer Sekunde. Dass ich alle meine... Ist hier irgendwas? Dass alles, was ich hier irgendwie sammle, wirklich... Okay. Einen tieferen Sinn hat. Ich geh mal hier rein, ja. Dass alles, was ich hier habe, einen tieferen Sinn hat. Aha. Was? Was ist das? Alter, wie cool ist das denn? Die haben... Die hat's... Oder er, wie auch immer, habe ich gar nicht drauf geachtet. Irgendwie geschafft, diese wackeligen Böden aus Super Mario World und Bros. Und so weiter nachzudesignen mit... Mit Springbrettern. Das ist ohne Scheiß. Das ist das Coolste, was ich jemals gesehen habe. Also zumindest ist es sehr weit vorne. Fuck. Scheiße. Ohne Scheiß. Das ist einer der bemerkenswertesten Bosskämpfe, die ich jemals gesehen habe. Diesen Boden nachzubauen... Ah, shit. Hätte ich mal einen Checkpoint irgendwo gefunden, aber ist egal. Diesen Boden nachzubauen ist dermaßen ambitioniert und dann funktioniert's... Dann funktioniert's auch noch. Also... Ohne Scheiß. Sehr, sehr genial. Sehr cooles Leben. Danke fürs Einsinn. Falke hat's mir geschickt. Also... Ich hab Spaß. Schon ohne Scheiß Ewigkeiten nicht mehr so ein bemerkenswertes Mario-Level gespielt. Sehr, sehr saucool. Ich möchte nur bitte diesmal nicht sterben. Wäre schön, wenn vor dem Boss ist bestimmt irgendwo ein Checkpoint, den ich gerade übersehen habe, ne? So, sonst, also da gehört ja nur wirklich einer hin. Bei allem Gemecker über nicht vorhandene Checkpoints. Ich bin der Meinung, da sollte vielleicht einer tatsächlich sein. Diese Zeitschalte, über diese Zeitschalte komme ich auch nicht hinweg. Das ist eine der coolsten Sachen, die ich jemals auch gesehen habe. Ohne Scheiß. Absolut geniales Level. Ich habe Spaß. Das sind so viele Mechaniken eingebaut in ein Mario Maker Level. Ohne Scheiß, als wäre es aus einem echten Nintendo Spiel. Absolut glorreich. Kann ich nur feiern. Schon fast schade, dass ich der Person das nicht mitteilen kann. Also könnte ich schon jetzt so auf Englisch und so, aber der guckt ja sowieso nicht zu, von daher kann ich es mir auch schenken. Sehr, sehr schade, ohne Scheiß. Das sind dann so Level, ich weiß gar nicht, wie viele Sterne dieses Level hat. Ich hoffe innigst, dass dieses Level viele, viele Sterne hat, die es definitiv verdient hat, aber werden wir ja gleich sehen, meine Damen und Herren. Ein weiterer wird er auf jeden Fall haben. Deutsch studiert, Alter. Deutsch studiert. Jetzt mal einfach vorher hier in diese Röhre rein. In der Hoffnung, dass hier eventuell... Ja, genau das. Nämlich ein Checkpoint ist. Ja, das macht die Sache deutlich sinnvoller und deutlich erträglicher, was hier so passiert. So, jetzt müssen wir den Kram davor nämlich nicht nochmal machen. Sondern können uns jetzt voll und ganz auf den Bosskampf konzentrieren, der ohne Scheiß... Erinnerung hervorruft, zurückruft, sondergleichen. Weil so, meine Damen und Herren, mit diesen beweglichen Böden in Super Mario World und so weiter, so war das ja früher. Das ist nur in Super Mario Maker habe ich das bisher noch nicht gesehen und deswegen begeistert es mich so. Also, hurra. Hurra für Innovation. Es ist echt erstaunlich, dass es immer noch Leute gibt, nach all den ganzen Jahren, auch wenn ich vor ein paar Videos so was anderes gesagt habe. All den ganzen Jahren, vor allem Jahren, noch Leute gibt, die tatsächlich schaffen, in Super Mario Maker regelmäßig noch was anderes zu machen, als das, was wir alle schon kennen. War es das? Hab ich jetzt gewonnen? Ohne Scheiß, allein für den Bosskampf hat das Level diverse Sterne verdient, meine Damen und Herren. Es ist, ja, definitiv eines der coolsten Level, die ich jemals gesehen habe. Ein eigentlich total überdesigntes und überdekoriertes Level, aber ist... Entschuldigung. Aber es passt zu dem Level zu 100 fucking Prozent.
Der Bosskampf war absolut glorreich. Wirklich charmant bis zum Gehnichtmehr. Ja, natürlich hat er wieder irgendwer, hat dann natürlich wieder in 8 Minuten geschafft. Heavenly Holy City. Holy Shitty, also nicht Shitty im Sinne von Scheiße, sondern Holy Shit, Alter. Richtig cool. Danke fürs Einsenden. Sagt mir in den Comments auf jeden Fall Bescheid, was ihr von dem Level gehalten habt, aber eins machen wir noch. Also. Weißt du was? Wenn er so einen Spaß gemacht hat, spielen wir nochmal ein Level von der Person. Warum denn noch nicht? Hurry up, beat the block. Ich vermute mal, dass ich jetzt ein Wettrennen habe mit einem Block. Was auch wieder so eine Sache wäre, die absolut cool Design wäre. Wo ist der Block, vor dem ich flüchte? Oder muss ich jetzt vor dem Bullet Builder? Hab ich jetzt ein Wettrennen mit einem Bullet Build? Oder kommt hier noch ein anderer Block? Hier kommt noch ein anderer Block, ne? Ich gehe mal davon aus, dass hier noch. Kann ich hier einfach durch? Ich kann hier nie. Scheiße. Okay, das ist der Block, der mich umbringt. Ist quasi die Todeswand, meine Damen und Herren. Das ist Autoscroller mal anders. Weil wir eindeutig mehr Autoscroller-Level brauchen. Das ist ohne Scheiß sehr, sehr cool. Das ist, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass diese. Ich meine, es gibt ja diesen Spruch irgendwie, du kannst so gut sein, wie du willst. Irgendein Asiat ist trotzdem besser. Irgendwo auf der Erde, mit Sicherheit. Das trifft definitiv auch auf Mario Maker Levels zu. Warte mal, stopp. Ich muss wahrscheinlich irgendwas damit machen. Ja. Oh, schnell. Scheiße, die Wand kommt. Die Wand kommt und ich möchte nicht, dass die Wand kommt, weil eigentlich macht die Aua. Und so. Das ist so cool. Mit Schranken und hast du nicht gesehen und. Was? Achso, jetzt muss ich einfach hier durch. Das ist ohne Scheiß. Solche Accounts, das sind die Mario Maker Profile, die wir finden müssen, meine Damen und Herren. Die dann hier dermaßen viel Innovation reinbringen, dass scheißegal ist, ob ich das Spiel jetzt zum 100. Mal spiele oder zum 13. Mal. So, meine Damen und Herren, läuft das. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit diesem Level. Und außer dem Bumper. Der ist überflüssig. Nein. Scheiße. Nein. Shit. Das war gemein jetzt mit die Bumpers, Alter. Der Bumper hat mich über den Tisch gezogen. Also, das ist ja wohl jetzt auch eindeutig gewesen. Aber das Ding ist, der Weltrekord liegt bei einer Minute irgendwas. Ich werde es wahrscheinlich sogar schaffen. Wahrscheinlich schaffe ich sogar bei diesem Level, also an die 10 Minuten zu brauchen. Aber noch haben wir Chancen, Alter. Ich mach dich erstmal tot. So. Der schon mal aus dem Weg ist. Mit dem schon mal nichts mehr passiert, was mich irgendwie aus dem Dingsbums werfen kann. Hier habe ich vorhin auch ein bisschen Zeit verloren, aber nicht so viel, dass das hoffentlich bemerkenswert gewesen wäre. Also beziehungsweise nicht so viel, dass das, ach, keine Ahnung, ne? Hier und so weiter. Nicht so viel. So. Zusammengefasst. Hier habe ich vorhin auch Zeit verloren, weil da bin ich vorhin einmal runtergefallen. Dann können wir uns diese Zeit jetzt auf jeden Fall schon mal zurückholen. Yes! So, komm. Komm, Flitzekacke. Stirb, genau. Flitzekacke wollen wir nämlich nicht haben. Nein, nicht der Controller. Wenn der Controller jetzt rumspinnt, ne? Dann haben wir ein großes Problem miteinander, der Controller und ich. So. Guck, so viel Zeit habe ich gerade nämlich schon. Gerade schon mal nicht gehabt. Schnell. So. So viel Hektik. Bis jetzt ist das Ding nicht mal mehr im Bild. Also. Ist eigentlich ganz gut, ne? Oh nein. Schon wieder Bumper. Schon wieder ein verfickter Bumper. Nein. Stirb. Geh weg. Lass mich durch. Oh, das ist so gemein. Was muss ich machen? Wieso dödöd? Was? Achso, ich dachte, ich hätte irgendwas falsch gemacht, Alter. Erschreck mich doch nicht so. Was ist los, Alter, mit dir und so? Uff, ja. Ach, das war's. Ach, wie schön. Das war sehr unterhaltsam, Alter. Sehr, sehr hektisch, aber sehr, sehr unterhaltsam. Heilige Scheiße. Vor allem das Gebiepe da am Ende, das hat mich doch dann noch nervös gemacht, meine Damen und Herren. Also sagt mir bitte in den Comments Bescheid, was ihr von den Leveln gehalten habt. Scheiße. Was ihr von den Leveln gehalten habt. Ich fand das sehr, sehr cool. Das ist jetzt dann so ein bisschen. Schon fast schade. Ich bereue es schon fast so wenige japanische Level gespielt zu haben, weil solche Schätzchen sind da auch bei, meine Damen und Herren. Also, wenn ihr noch irgendwas kennt von irgendwelchen anderen Levelmakern, euch, anderen Freunden, anderen YouTubern oder so, bitte unbedingt in den Comments Bescheid sagen, damit wir sowas weiterhin finden, meine Damen und Herren. Vielen lieben Dank, dass ihr eure Zeit mit mir verbracht habt und hoch offiziell winkenderweise bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute. Tschüss.